Hallo ihr lustigen Menschen da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei Total War Warhammer. Wir haben das letzte Mal ja versucht, Gorosel oder wie der Ort heißt, leider sieht man das ja nicht, zu verteidigen und haben ja eine mannhafte Niederlage einstecken müssen. Der Gegner hat mehr verloren als wir, trotzdem haben wir verloren. Und Gorosel wurde dadurch jetzt scheinbar geplündert, aber nicht ausgelöscht. Und da rennt er jetzt auch schon weg. Der feige Chaoskrieger. Bevor unser Entsatzherr jetzt Rache üben kann. Kann gut sein, dass diese Folge jetzt ein bisschen kürzer wird, aufgrund der Tatsache, dass die letzte deutlich länger war. Und die davor waren auch jeweils nochmal länger. Also ich muss jetzt wahrscheinlich mal... Das könnte eine 20-Minuten-Folge geben, aber schauen wir mal. Hängt davon ab, was passiert. Rebellion im Hochland. Siedlung belagert. Wurtbad. Gorosel, das Ödland, ausgeraubt. 11.000 verloren. Gott, die war ja wertvoll. Siedlung belagert. Nullen. Anhänger verloren. Rebellion bevorstehend, Talabekland. Es schaut gut aus, gerade eben. Ah, es sah schon mal echt besser aus. Aber Gorosel geht's echt gar nicht so schlecht. Ah, er hat dadurch den letzten Level verloren. Das stinkt. Ah, wir kommen dem nicht hinterher. Das ist der Oberhammer, wie der einfach mal so davonlaufen kann, der Typ, ne? Das ist so der Hammer. Das ist so der Hammer. Let us move. Müssen ja die Truppen kurz mal auffrischen. Ich kann dagegen nichts machen, was hier gerade eben passiert. Yes, my lord. Karoburg ist... Oh Gott, Karoburg ist das nächste auf seiner Liste. Raise Sigma. Ich... Ganz im Ernst. By Sigma's right. Stell dich heroisch entgegen. Stell dich heroisch entgegen hier, dass der hier Karoburg nicht nehmen kann. Handelsabkommen aufgelöst mit den Zwergen. Wieso? Was habe ich den Zwergen denn getan? Talabekland steht kurz vor einer Rebellion. Ich baue jetzt ja trotzdem eine Trinkstube. Die brauchen wir hier nämlich. Moment, Camperbad gehört doch zu Talabekheim, oder? Was? Ach, da habe ich ja noch einen Helden. Is it time? Sigma forbids it. I fear for your soul. Ach, den kann ich da gar nicht reinstellen. Ah. Armee demoralisieren. They will know who they face. Das machen wir mit dem Ludwig. Haben wir mal einen Agenten, der mal Dinge tut, ne? So. What? Ah, und jetzt ist hier die vampirische Korruption so gering, dass wir uns gar keine Gedanken mehr machen müssen. I am Franz. They will obey. Tja, dich schlachten wir einfach nur. Der Kämmler, so. Anhänger erhalten. Hetzer. Und summon the Elector Counts. Ein Level up. Und damit haben wir jetzt Todesklaue. Darauf habe ich mich schon seit Ewigkeiten gefreut, dass wir das endlich haben. Into battle. Ha, das sieht doch jetzt mal ein bisschen anders aus, hä? Okay, aber wir machen das trotzdem automatisch. Wäre jetzt lächerlich, den jetzt hier einfach mal also die direkt selber zu spielen, meine ich. Oh, Standarte des Stahls. Noch mehr Geschwindigkeit. Bring me to my men. Und er hat dadurch jetzt auch ein Level up. Das ist doch schön. Noch mehr Einfluss. So, wir haben es tatsächlich geschafft, dass Wurtbad gehalten bleibt. Jetzt müssen wir dasselbe bloß auch mit den anderen Gebieten hinbekommen. Yes, to unite the provinces. Pick up the pace. Haben wir immerhin schon mal eine Sorge weniger. Und hier erhebt sich wahrscheinlich demnächst wieder die Untotenschaft. Wir greifen jetzt aber tatsächlich das hier an. Attack! Automatisch gewinnen wir das. Und plündern und besetzen. It is for the best. Wir holen uns jetzt einfach, was wir kriegen können.
Wird alles zu Schloss Drakenhof, macht allerdings das Ganze wieder schwächer. Also Schloss Drakenhof wird dadurch schwächer und dann haben wir jetzt nur noch Essen hier und Schloss Drakenhof. Who calls? Was passiert, wenn ich jetzt... Na, wir können nicht mal marschieren, stimmt. Wir haben ja gekämpft. Aber wir haben ein Level-Up. Er ist leidenschaftlich, reduziert die Korruption und wir machen jetzt, dass die... Ach ne, die Rekrutierungskosten gehen ja nicht. Aber die öffentliche Ordnung können wir hochbringen durch ihn. Aber trotzdem verbessern wir erstmal die Macht der Truppen. So, du marschierst dahin. Die sieht hier aus. Nullen wird schon wieder belagert. Dieses Mal sind es ein bisschen mehr. Das sieht diesmal richtig bescheiden aus. Wir brauchen hier definitiv einen Satz. Ach, dieses Chaos. Am laufenden Band kommen sie daher und machen Ärger. Ah, wir können aber hier den Sigmar-Tempel hochbringen. Den Schrein zum Tempel. Das machen wir natürlich. Weißenburg. Können wir nichts machen. Dann versuchen wir es nochmal rauszuregen, welcher Zwerg uns da gerade eben den Handelsvertrag aufgelöst hat. Das warst ja du dann wohl, ne? Now then, Manwin. Nee, war der dann wohl nicht. Ich weiß es nicht. And what can the Dawi do for you? Der war's auch nicht. Welcome, men of the Empire. Der war's auch nicht. Die Grenzgrafen. You have a proposal? We are willing to hear it. Den geben wir militärischen Zugang. Dann können sie auch Dinge tun. You have a proposal? We are willing to hear it. Ja, wir machen jetzt militärische Bündnisse miteinander. Halt! Ich war noch nicht fertig. Ich möchte dem Estalier ja auch die Möglichkeit geben, mit uns noch ein militärisches Bündnis einzugehen. Und den Zugang kriegt ihr auch. Wie sieht's hier aus? Paravent. Hail, fellow nation of men. Now is the time. Ja, es ist Zeit. Es ist Zeit, dass wir alle Seite an Seite stehen. Das Lustige ist, ich könnte die theoretisch vasalisieren. Aber warum sollten wir das tun? Ladies favor? Welcome, men of the Empire. Karagnorn. Honor to your ancestors. Ich weiß nicht, welcher Zwerg das gewesen ist. And what can the Dawi do for you? Ich meine, theoretisch gäbe es ja hier auch noch Zwerge, aber ich glaube, die gibt's nicht mehr. Kislev. Sieht schon ziemlich übel aus. Gut, dann wissen wir es nicht. Gehen wir in die nächste Runde. Ich befürchte, dass jetzt Nullen angegriffen und geschliffen wird. Noch bevor ich mit Karl Franz da dazwischen gehen kann. Boah, aber der War der Orks hier unten, der macht mir auch Sorgen. Zum Glück bewegen die sich nach wie vor noch weitgehend in ihren eigenen Ländern. Das könnte auch anders laufen. Oh je, und jetzt kommt das Chaos nach Talapheim. Also ich habe so das Gefühl, dass das Chaos schon... Wenn man es eine Weile wachsen lässt, sehr, sehr fies und groß werden kann. Sehr unangenehm groß. Musselios, Gählinger sind jetzt dran. Laut Ding gewinnen wir das. Aber Sieg. Ja, das habe ich jetzt absichtlich gemacht, weil wie gesagt, das habe ich jetzt nicht eingesehen. Wenn ich jetzt hier die Chance auf einen Sieg habe, dann will ich den auch gespielt haben. Oder so. So geschehen lassen, sagen wir mal so. Mundheilzeit haben wir einen Anhänger erhalten. Mission erteilt. Stellt eine Armee auf. Hebt die Banner. Ja, ich. Stellt eine Armee auf. Einfach so? Das verstehe ich nicht. Ich hab doch Armeen. I command here.
Oh oh, das könnte knapp werden. Move! Das ist die entscheidende Frage. Gilt das jetzt schon als... So, fight for our nation! Jawohl! Sie sind da. Und dann schauen wir uns jetzt mal den Karl Franz als Greifenreiter an. So, bis jetzt haben wir ja tatsächlich hier nur die zwei Teufel hier, die Armen. Ich glaube, ich ziehe die tatsächlich mal ein bisschen hier zurück. Bevor da jetzt der Gegner vielleicht auf die blöde Idee kommt. Genau, und da ist er auch schon, Karl Franz. Mit seinem Heer. Dem Stolzen. Alles hierhin. Es wird ein bisschen mehr, als es zunächst aussah. Wird wohl dem Chaos auch mit der Zeit bewusst werden. Wir sammeln jetzt erstmal die Truppen. Und bilden jetzt ein geschlossenes Heer damit. Bei Ulrichs Wrath, Swordsman! We are Sigmar's heirs! So, ihr geht dahin. Ihr seid die Nummer 1. Speere und Hellebardiere. Geht dahin. Ihr seid die Nummer 2. Gott, ist das eine breite Aufstellung. Die lasse ich sogar kurz mal rennen. Die Schützen sind die Nummer 3. Die stelle ich hier auf. Und ihr seid die Nummer 4, ihr geht dahin, ihr sollt euch auch zurückziehen. Und jetzt schauen wir uns mal Karl Franz auf dem Greifen an. Das ist schwierig anzuschauen. Aber da ist er, unser epischer Anführer. Und wir haben noch ein paar Ritter des Imperiums. Was ist denn das? Chaos-Barbarenreiter. Ha! Spearmen! Send this out! Take the ground! Was ist denn das da drüben? Streitwagen, okay. Quick march! Wir lassen schon mal plänkeln hier. Da kommt schon irgendwas ganz, ganz Hässliches und versteckt sich. Vorrücken! Vorrücken! Schnappt ihr den General! Wo sind die Reichsritter? Ja, die Ritter des Imperiums. Da sind sie. Swordsman! Heading on no lingering! Sigmar, call! Ready for war! Heading out! So, jetzt schicken wir alle erstmal in die Richtung. Halberdiers! Spearmen! Unterstützt hier diesen Kampf. Ihr greift damit an. Ihr geht da hoch. Ihr geht da hoch. Da. Davor. Ihr schießt auf die. Dahin gehen bitte. Ihr geht da und dann dahin. Irgendwo fliehen unsere Truppen. Hier oben. Wo ist der Franz? Da. Da ist der Karl Franz. Der soll sich mal diese hier holen. Die Beweglichkeit des Feindes ist nämlich kein Dorn im Auge. Greift an! Unterstützt von einem Kriegspriester. Attack! Sigmar calls! Ready! Halberdiers! Shaman!
Sigma! They come from behind! Trust no man! Pistoliers! Yes, sir! Quickly! Wo sind die Ritter? Ready for war! Da sind sie. To battle! Sie sollen da oben aushelfen. Ready to serve! Oh, die sind aber weit weg. Das ist ganz jemand anderes, als ich dachte. Ready! Warum sind wir so langsam? Also eigentlich müssten wir ja schneller sein als die Chaos-Barbarenreiter, aber... Never mind. Ready for war! Sigma! Swordsman! Da flieht auch schon der Großteil des Feindes. Spearmen! We are Sigma's heirs! Battle away! Sir! Yes, General! Ja, ja, zieht euch mal zurück. Pistoliers! Weapons drawn! Zieht euch mal zurück, ihr gebrochenen, komischen Monster und Chaoskrieger! Naja, das sind eher Barbaren. Chaoskrieger, da wäre der Kampf wahrscheinlich ein bisschen härter geworden. Ready for war! Our weapons are yours! The Empire endures! Die wanken ja auch schon. We are Sigma's heirs! Charge! Dann schauen wir mal an, wie ihr Todesglaube kämpft. Wow! Nicht schlecht. Hohohoho! Hol sie dir! Wir haben gewonnen, aber ich möchte jetzt hier dieses Heer, dieses feindliche Heer auslöschen, wenn ich kann. Die haben nämlich genug Ärger gemacht. Die haben wirklich genug Ärger gemacht. Wir haben eine Stadt durch sie permanent verloren und eine wurde downgegradet. Das nehme ich denen übel. Ja, wir kommen da wahrscheinlich kaum hinterher. Wir sind auch, glaube ich, erschöpft angekommen. Ja, ja, also sehr müde sind wir angekommen. Wir sind ein bisschen schneller als sie, aber nicht viel. Ah, und da gehen sie hier runter vom Feld. Oh, holt euch die da drüben. Das könnte lustig werden. Die sind ja noch da. Die sind ja gar nicht runtergerannt. Holt sie euch. Ah, Action Cam. Gucken wir uns mal aus der Sicht jetzt dieser Truppe hier an. Ja, noch nie gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und jetzt Kreuz mit den Lanzen. Ah, das muss wehtun. Aber nicht lang. Also wir bleiben auf dieser Truppe jetzt dran. Ich kann das ja so ein bisschen manövrieren. Dann können wir uns... Boah, weggekegelt. Gnadlos weggekegelt. Ja, das übersteht der Trupp hier nicht. Cool. So. Lassen es jetzt schnell laufen. Dann sind die hier ganz schnell weg. Da ist ja auch noch einer. Ein einziger! Ach komm, das bekommt ihr doch mit den Pistolen hin, oder? Peng, peng? Die treffen nicht. Doch, sie treffen. Ich dachte doch gerade eben schon. Irgendeiner trifft doch aus Zufall. So. Wir haben ordentlich was ausgeschaltet. Und vor allem haben wir auch den General ausgeschaltet. Ich weiß nicht, wann das passiert ist, aber er ist tot. Und damit sind wir jetzt hoffentlich das Chaos-Problem hier los. In Nullen. So, ein entscheidender Sieg bei Nullen, der uns auch wieder ordentlich Kohle beschert hat. Und guckt euch mal an, wie wir die hier versohlt haben. Der Schatzmeister Lupio Pfeiffer hat dadurch jetzt ein Level abbekommen. Sweet. Na, wir lassen natürlich niemanden für den Chaos-Typen am Leben, ey. Wer sind wir denn? Die Wohlfahrt? Nein, sind wir nicht. So, machen wir schon den Level ab. Der hat ja schon das Leidenschaftliche, das ist sehr gut. Dann machen wir
eiserne Disziplin, der ist ja eigentlich nur ein Statthalter. Ach, und du hast ja auch ein Level-Up. Das passt. Entschuldigung, Expansionist. Auch er bekommt da was in der Richtung. This action does not have my consent. Oh, und Franz hat ebenfalls einen Level-Up erhalten. Ja, wir werden auf jeden Fall weiter mit Todesklaue mit ihm spielen. Wir müssen allerdings mal gucken, wo wir das mit dem Silberspiegel machen. Ach, ab Rang 18 findet das erst statt. Okay, dann machen wir es ja auch noch leidenschaftlich. Bekämpfer des Chaos und der Vampir-Korruption. Hier genau das Gleiche. Ist wichtiger, als man erst gedacht hat. No, sir. Das nächste Mal denen da hinterher. No. Die haben ja ganz schön einen auf die Fresse gekriegt und das verdient. Und Gorosel will ich auf jeden Fall jetzt wieder auf die 3 hochgehen. Und jetzt können wir vielleicht... Warte, Moment. Ah ne, wir müssen da oben drin bleiben momentan, sonst geht die öffentliche Ordnung zum Teufel. Hier. To the provinces. Ja, der hält die Stadt noch. Talapheim ist jetzt halt wirklich so ein bisschen ein Problem. Ich hoffe, dass diese Zwergenarmee weit weg von zu Hause hier etwas gegen das Chaos tun kann. Aber ihr seht, da oben sind jetzt einige Koalitionen. Ich nenne es jetzt mal die Koalitionsheere. Da sind jetzt einige unterwegs, die sich jetzt gerade in den Chaos in den Weg stellen. Das könnte unsere Rettung sein. Wir holen uns jetzt noch Essen. Und damit haben wir die Vampire, glaube ich, auf ein einziges Gebiet reduziert. Yes, a sound plan. So. Was sagt ihr jetzt, ihr Vampire? Das dürfte jetzt für euch ziemlich düster aussehen, hä? Würde ich mal behaupten. Euch ging's doch schon mal besser. Selber schuld. Ich hab nicht angefangen. Ihr seid gekommen und habt Ärger gemacht. Das will ich in der Stärke nur mal betont haben. Okay, das hier brauchen wir nicht. Das können wir abreißen. Aber dafür... Hey, krass, wir können das... Wir könnten das machen. Yes, my lord. Machen wir aber nicht. Also noch nicht. Wir haben das Imperium jetzt hier gerade wirklich ganz, ganz tief ins Vampirland hineingetrieben. Wie sieht's eigentlich aus in Schloss Tempelhof? Schloss Tempelhof reduziert die vampirische Korruption. Auch weiterhin. Hier fehlt uns einfach nur ein bisschen Geld, um das machen zu können. Ich spare an der Stelle jetzt hier nochmal ganz, ganz kurz, weil ich will nicht jetzt hier Geld rausschmeißen, falls der jetzt hier doch noch irgendwie was erobert. Er hat echt nicht mehr viele Truppen. Und wenn wir ganz viel Glück haben... Wir gucken uns mal den Vampir kurz mal an. Wenn wir ganz viel Glück haben... Der hat nur noch das. Dann löschen wir die Vampirfürsten demnächst aus. Wir werden es versuchen. Mal schauen, ob es klappt, liebe Leute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss und Ade.